Irgendwann wird das Viertel hier endlich gentrifiziert. Verschwinde, ist besser für dich. Ich zeige mich halt, ob die Bullerei jetzt kommt. Ja, feindselig, ist mir auch klar. Verdammt. Das ist falsch händig gewesen, diesen Rücken. Probieren wir es eben noch einmal. Ist doch halt normal, ey. Ah, Mann. Wir müssen es doch irgendwie schaffen, oder? Ich wollte eigentlich gar nicht wirklich kämpfen. Das ist jetzt das Problem, was ich so habe. Aber ich will ja nichts anderes machen. Moment, zumindest wüsste ich jetzt keinen anderen Weg, den es da geben würde. Ich glaube nicht, dass ich mit der Polizei reden kann, ey, die halten mich hier auf. Probieren wir jetzt was gucken. Okay. Das ist das hier hinten. So. Verschwinde. Brat ist tot. Habe ich nicht jetzt Gesundheit? So. Ah, okay. Kann ich das hier irgendwo zuweisen? So, jetzt aber. Hier ist noch mehr. Hä? Ja, toll. Das kommt eigentlich gar nicht. Hi, ich geh mal hier durch. Vielleicht nicht so danke, dass ich einen Feier erwischt werde. Ja.
So. Hat er vielleicht eine Wohnung in der Stadt? Ach, scheiße. Ich habe sowieso aber auch keine Idee. Irgendwas muss ich anders da machen. Das ist auch keine Idee. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich meine, irgendwie muss ich doch da hinkommen, oder? Ich probiere jetzt erstmal mal irgendwo anders zu lang zu latschen. Wo komme ich denn da irgendwie dann kommen? Aber irgendwie bezweifle ich es gerade. Und wer weiß, vielleicht ist es auch nicht das Ende vom Let's Play, Let's Test erstmal. Vielleicht kommt hier noch was bei mir. Ich weiß es noch nicht. Es war schon mal kein schlechter Ansatz, aber ich glaube, so hätte man es nicht tun sollen. Irgendwas muss man wahrscheinlich anders da machen. Kann ich hier runter? Weißt du, wie viel wir heute eingenommen haben? Dog Lady! Aktuelle Papiere. Sonst kannst du hier nicht durch. Ich kenne das schon. Es läuft mittlerweile anders. Zu viele Fälschungen. Alle Optis brauchen jetzt eine erweiterte Legitimationskarte. Hast du eine? Ich kläre das mit meinen Vorgesetzten. Die kümmern sich darum. Und für wen genau arbeitest du? Ist das wichtig? Hast du Angst, ich stehe über dir? Natürlich nicht. Die Regeln gelten für alle. Außerdem bin ich Bereichsdirektor der Ausweiskontrolle. Ich unterstehe Gott persönlich. Und Gott sagt, wenn du ohne richtige Papiere weitergehst, ist es meine moralische Pflicht, dich zu erschießen. Tatsächlich. Mein Freund, ich weiß, was du denkst. Es ist schrecklich, welche Gesetze sie gegen deinesgleichen machen. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Wir könnten eine Abmachung treffen. Was für eine Abmachung? Zu deinem Glück kenne ich einen Typen. Experte für Genemisierung. Ein Dokumentenvermittler. Er hat Genehmigung, Legitimationskarten, Seelenfrieden. Mit seiner Hilfe kannst du hingehen, wo und wann du willst. Was hältst du davon? Dieser Dokumentenvermittler, ist das der Boss? Lässt er dich Optis aufhalten und ihnen diesen Geschäftsvorschlag unterbreiten? Sieh's dir selbst an. Mein Freund hat Dokumente für Kontrollpunkte. Für die Polizei, für Ecken von Prag, von denen du gar nichts wusstest. Sag ihm, Drahomir schickt dich. Du wirst sehen. Ich gebe dir die Adresse, ja? Hör lieber halt mal an. Okay, gib mir die Adresse. Ich möchte wissen, wer hinter all dem steckt. Przekaszka. Hinter dem Apartmentgebäude ist ein Hof. Ganz leicht zu finden. Mein Freund wird dort sein. Er besorgt dir die aktuelle Legitimationskarte. Bezahl ihn einfach und stell keine Fragen. Okay. Das Problem ist einfach, wir werden nicht... Wir werden ja nicht sonst nicht weiterkommen. Das ist das Problem, was wir einfach haben. Ich will erst einfach mal gucken. Okay.
Wollen wir weiter höher springen eigentlich? Geht das? Ach, weiter. Okay, das wollen wir nicht. Nö. Okay, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da hinkomme. Fuck ist gar nicht Techno, kein Neupo. Aha, hier ist eine Sperrzone. Hau ab oder stirb! Du hast die Wahl! Ja, ja, du mich auch. Okay, da kommen wir schon mal hoch. Hier rum. Das war's aber auch schon. Daran was machen können wir auch nicht. So mal keinen Plan, echt nicht. Falls ihr den Weg kennt, den man gehen kann, ohne dass man rumballern muss, wie bescheuert, könnt ihr mir ja gerne sagen und schreiben. Es muss noch einen Weg geben. Ich versuche mein Bestes, diesen auch zu finden. Also ohne dass ich gleich mal immer losballern muss. Wäre mal schön, wenn es noch einen anderen Weg geben würde. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, ich muss schießen, irgendwie habe ich so das Gefühl. Okay, hier komme ich nicht durch. Okay, habe ich hier nichts. Habe ich jetzt gehabt? Nö, ich dachte schon. Kann ich eins der Autos klauen und einfach durchfahren? Nö, kann ich nicht. Das mache ich mal besser nicht. Das ist auch nicht wirklich, was ich suche. Schließen Sie sich uns an, Bruder. Ja, morgen früh. Heute nicht mehr. Karte. Okay. Kann ich irgendwie raussuchen. Es muss noch einen anderen Weg geben, wie ich da hinkomme, wo ich hin muss. Hölle. Gesundheit. Brauchst du Papiere? Dieser Bereich ist für dich gesperrt, Opti. Noch ein Bereich, der gesperrt ist. Ein gewisser Draumir hat mich an einem Kontrollpunkt angehalten. Er schickt mich. Du hilfst Optis mit ihren Papieren, damit sie aktuell bleiben. Hast du das Geld? Vielleicht. Wofür bezahle ich eigentlich genau? Dass dein Name auf eine Liste kommt. Milena ist oben und macht dir schöne neue Papiere, die du in einer Woche abholen kannst. Gegen die Standardabholgebühr. Wie viel nimmst du den Leuten dafür ab? Nicht Leuten, Optis. 35.000 Credits. Puh.
Dein Kumpel hat gesagt, das hier geht aufs Haus, weil ich so nett bin. Drahomir würde das nie sagen. Was würde er denn sagen? Vielleicht press aus jedem Opti-Arsch so viel Geld wie möglich raus? Läuft das hier so? Pass auf, du gibst mir einfach, was du hast. Und ich setze deinen Namen auf die Liste. So läuft das hier. Milena leistet erstaunlich gute Arbeit. Sie gibt sich mehr Mühe als nötig. Oh Mann. Machen wir das. Mehr bekommst du nicht. Und was für hübsche Papiere kriege ich jetzt dafür? Scheiß Tourist. Du vergeudest meine Zeit, Opti. Die Stimmung auf den Straßen ist komisch. Na okay, liebe Leute. Es tut mir leid. Das wollte ich eigentlich. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Egal. Vielleicht spiele ich mein Ander mal weiter. Vielleicht gucke ich auch mal nach, wie ich da am dümmsten vorbeikomme. Vielleicht ist das mal eine Option. Oder ihr wisst, wie ich weiterkomme. Ja, wäre schön zu erfahren. Und ansonsten würde ich sagen, ja, war es das erstmal für heute. Und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es ein Let's Play wird. Das wird sich halt so noch zeigen. Ja, und jetzt ansonsten würde ich sagen, weil ich schon mit dem immer gesagt habe, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!